Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Heizungsbooster-Reihe. Im heutigen dritten Teil möchte ich euch kurz zeigen, wie ich das Ganze hier gebaut habe, worauf ihr achten solltet und was ihr alles benötigt. Außerdem möchte ich euch, wie in den ersten zwei Teilen, auch eine kleine Alternative zu dieser Bauweise hier vorstellen. Also falls ihr mehr darüber wissen wollt, dann bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht's los und ich zeige euch, wie ich das hier gebaut habe. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video, bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Also, bevor ich das Ganze so aufgebaut habe, wie ihr es hier seht, gab es noch eine ganz simple, unkomplizierte und nicht unbedingt schöne Variante. Aber das Ganze sollte nur einen einzigen Zweck erfüllen. Und zwar wollten wir zuerst mal generell sehen, ob das hier überhaupt irgendwas bringt, ob wir Probleme mit den entstehenden Geräuschen haben. Und natürlich sollte es so wenig wie möglich kosten, da wir ja nicht wussten, ob es was taugt. Die erste Variante sah so aus, dass ich so ein Vierkantholz genommen habe, habe die Lüfter einfach hier drauf montiert und noch so einen Winkel hier, damit das Ganze nicht umkippt, habe die drauf geschraubt, habe das Ganze verdrahtet ohne viel Schnickschnack an eine schaltbare Steckdose angeschlossen. Das war's. Die Kosten für die Dachlatte oder für dieses Holz hier waren irgendwas um die 3 Euro. Der Winkel hat irgendwas um die 1 Euro gekostet. Und wie gesagt, das Ganze sollte so wenig wie möglich Arbeitsaufwand haben, damit wir das Ganze testen. Dann, nachdem ich gesehen habe, dass das Ganze funktioniert und dass wir damit zufrieden sind, beziehungsweise meine Eltern, denn bei ihnen war das Ganze ja montiert oder ist das Ganze montiert, habe ich mich dran gemacht und habe das Ganze nochmal umgebaut und probiert das Ganze in schön umzusetzen. Der Plan war, dass man von dem Ganzen hier nicht mehr sehr viel sieht. Das heißt, die Lüfter sollte man nicht sehen, die Kabel sollte man nicht sehen und die Steuerung, Temperaturfühler und so weiter sollte man natürlich auch nicht mehr sehen. Deswegen hatte ich mich irgendwann mal für diese Winkelprofile hier entschieden. Da passen die Lüfter perfekt rein und das Holz kann man einfach bearbeiten. Zum Schluss das Ganze noch weiß streichen, lackieren, damit das Ganze auf dem weißen oder unter dem weißen Heizkörper nicht mehr auffällt. Aber den Schritt habe ich jetzt nicht mehr gemacht mit dem Lackieren. Aber ich denke mal, jeder von euch wird wissen, wie man so ein Teil hier weiß lackiert. Wie gesagt, weiß streichen und dann passt das perfekt unter einen Heizkörper. Was braucht ihr also, um das Ganze umzusetzen? Also als erstes braucht ihr natürlich die Lüfter und ihr müsst wissen, wie hoch die Lüfter sind. Dann geht es ab in den Baumarkt, holt euch solche Winkelleisten hier. Achtet darauf, dass sie von der Höhe passen. Also sie sollten ein bisschen höher wie die Lüfter sein. Ich habe mich hier für 27 x 27 mm entschieden und eine Wandstärke von 6 mm, dann ragen die Lüfter zwar einen ganz kleinen Hauch raus, aber das ist nicht weiter tragisch. Aber falls euch das dennoch stören sollte und 27 x 27 zu klein für euch ist, dann die gibt es auch noch in anderen Größen. Aber achtet darauf, dass die Wandstärke einigermaßen dick ist, also mindestens 6 mm und dann passt das alles. Dann wäre es natürlich auch noch gut, wenn ihr eine Stichsäge oder eine Laubsäge habt, um die halbrunden Ausschnitte hier zu sägen. Ich habe mir dafür extra so eine relativ günstige Bosch Home oder wie die Dinger heißen, zugelegt und habe mir noch so ein paar zusätzliche Sägeblätter gekauft, die extra für so feine Arbeiten geeignet sind. Das heißt, ja, damit kann man dann auch kleinere Rundungen schneiden. Geht bestimmt auch mit den normalen Sägeblättern, aber ich wollte hier einfach nichts riskieren und habe deswegen extra diese Sägeblätter gekauft. Dann braucht ihr noch einen Akkubohrer, ein paar Holzbohrer und etwas Schleifpapier, ein paar Schraubzwingen und eine Handsäge wäre natürlich auch nicht verkehrt, wenn man so etwas hat. Und das war es dann im Grunde auch. Bevor ihr anfangt, irgendwas zu sägen, solltet ihr euch den Heizkörper auch einmal von unten ansehen und abmessen, wie das Ganze, ja, wie groß das Ganze sein darf. Je nach Heizkörperaufbau kann es nämlich sein, dass unten irgendwelche Füße, Schrauben oder sonstiges im Weg sind und ihr nicht die volle Heizkörperlänge mit den Lüftern ausstatten könnt. Deswegen wichtig, schaut euch das Ganze genau an. Außerdem macht euch auch Gedanken über die Befestigung des Ganzen. Ich habe mich dafür entschieden, das Ganze mit solchen Neodym-Magneten zu befestigen. Auf die Neodym-Magnete hatte ich hier so
Filz geklebt, damit der Schall oder die Vibration nicht an den Heizkörper übergeben werden oder übertragen werden. Wenn ihr das auch so machen wollt, achtet darauf, dass die Magnete dort platziert werden, wo auch genug Metall vorhanden ist, damit die Magnete haften können. Bei dem Heizkörper, wo das Ganze hier montiert wurde, gab es in der Mitte auch nochmal einen etwas dickeren Steg, der perfekt für die Magnete geeignet war. Denkt also dran, die Magnete so zu platzieren, dass das Ganze auch passt und dass das Ganze natürlich auch auf eure Lüfterleiste passt. Wenn das soweit erledigt ist, könnt ihr das Holz zuschneiden und damit beginnen, die Lüfter lose draufzulegen. Achtet darauf, dass die Hölzer gerade sind und lasst ca. 1 cm Luft zwischen den einzelnen Lüftern. Ich habe auch noch mal an beiden Enden ca. 2,5 cm Luft gelassen. Das heißt, das Holz sollte etwas über die Lüfter herausragen, da ich dort die Halterung montiert habe, um das Ganze am Heizkörper zu befestigen. Dann, nachdem ich die Lüfter ausgerichtet habe, habe ich das Ganze vorsichtig mit ein paar Schraubzwingen fixiert, damit das Ganze nicht verrutscht. Habe dann mit einem Dreierbohrer alle Löcher auf die Holzleiste übertragen. Dann habe ich die Lüfter von der unteren Seite provisorisch mit ein paar Spax-Schrauben fixiert, einfach damit das Ganze nicht verrutscht, und habe dann die Rundungen der Lüfter mit einem Bleistift auf das Holz übertragen. Im Anschluss daran habe ich die Länge der Lüfterleister markiert, abgesägt und anschließend natürlich nochmal geschliffen. Als nächstes habe ich mir eine kleine Aussparung oder so ein Podest oder wie auch immer man das jetzt nennen will, aus ein paar Holzbrettern gebaut. Dabei habe ich darauf geachtet, dass es hoch genug ist für das Sägeblatt, also damit es nicht auf die Tischoberkante schlägt, und den Spalt zwischen den zwei Podesten so groß gemacht, wie der Ausschnitt sein soll. Denn hier muss man jetzt nämlich beim Sägen aufpassen, dass das Holz nicht bricht, wenn der Abstand zwischen den zwei Holzplattformen zu groß ist. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Ansonsten, die Bilder sprechen, glaube ich, für sich. Bei den Stichsägeblättern handelt es sich um sogenannte Kurvenstichsägeblätter. Link zu diesen Sägeblättern wie auch zu allen anderen Produkten, die ich hier verwende, findet ihr in der Videobeschreibung und in der Kommentarspalte. Auf alle Fälle, das Ganze hat damit perfekt funktioniert und hat mir, glaube ich zumindest, jede Menge Ärger erspart. Dann seht ihr wieder, alles schön mit Schmirgelpapier abgeschliffen, und dann musste ich die Löcher etwas vergrößern, damit die Schrauben zur Befestigung der Lüfter reinpasst. Hierfür habe ich jetzt einen Viererbohrer verwendet. Ich hätte mir diesen Schritt eventuell ersparen können, wenn ich etwas gehabt hätte, womit ich die Löcher direkt auf das Holz übertragen hätte können. Aber ich hatte keinen Stift, der durch diese kleinen Löcher an den Lüftern gepasst hat. Und deswegen habe ich das Ganze zuerst mal vorgebohrt und dann auf die finale Größe aufgebohrt. Nachdem die Löcher aufgebohrt wurden, nochmal kurz geschliffen und dann die Lüfter mit den mitgelieferten Schrauben von der Unterseite befestigt. Dabei solltet ihr darauf achten, dass, wenn ihr das Ganze mit einem Akkuschrauber macht, dass das Drehmoment nicht zu hoch eingestellt ist, da ansonsten die Schrauben durchdrehen oder das Holz bricht. Ich hatte hier wieder zum Ausrichten ein paar Spax-Schrauben verwendet, um das Ganze zu fixieren, braucht man aber nicht, aber Schaden tut es nicht. Mit dem Ergebnis war ich soweit ganz zufrieden, der Ausschnitt hat gepasst, Holz ist nicht gebrochen und war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Als nächstes habe ich die Stecker der Lüfter abgeschnitten, da ich die nicht benötigt habe. Ich habe das Kabel sehr lang gelassen, da ich nicht wusste, was ich mit den Lüftern mache, nachdem diese Videoreihe hier zu Ende ist. Ihr solltet die Kabel aber so kurz und so lang wie nötig lassen. Ihr könnt sie natürlich auch so wie ich sehr lang lassen und dann das Kabel zwischen den Lüftern verstaut. Sieht zwar nicht so toll aus, aber stören tut es auch nicht, und unter dem Heizkörper sieht man das sowieso nicht. Jetzt noch Plus und Minus identifizieren, und das dritte Kabel kann im Endeffekt abgeschnitten werden, da wir es nicht brauchen. Als nächstes habe ich mir zwei starre Kupferadern abisoliert, die ich hier noch irgendwo rumliegen lasse. Habe mir damit sowas wie eine Plus- und Minus-Schiene gebastelt, wo ich die Kabel dann angeschlossen habe. Ihr müsst keine Angst haben, ihr bekommt im Normalfall keinen Stromschlag. Worauf ihr aber achten solltet, ist, dass ihr den Kupferdraht dann sichert. Heißt, dass er nicht rausfallen kann oder aus Versehen rausgezogen werden kann.
und dass ihr natürlich Plus und Minus separat verlegt. Alternativ zu dem Weg, den ich euch hier zeige, hätte man natürlich auch nur an der Stelle, wo man seine Lüfterkabel anschließen möchte, ein kleines Stückchen abisolieren können, dann den Lüfterdraht daran anschließen und das Ganze dann wieder mit Isolierband oder ähnlichem isolieren. Wäre definitiv die von mir empfohlene Variante. Für welche ihr euch entscheidet, bleibt euch im Endeffekt überlassen. Dadurch, dass ich die Kabel länger gelassen habe, als es nötig gewesen wäre, musste ich die dann auch nochmal mit etwas Heißkleber fixieren. Aber das sollte bei euch entfallen, wenn ihr die Kabel auf die richtige Länge abschneidet. Als nächstes habe ich dann die Spannungsversorgung am Ende des Ganzen angeschlossen. Hier im Video ist jetzt noch zu sehen, wie ich so Schrauben montieren wollte, denn der erste Plan war geplant, dass das Ganze auf so Schrauben montiert wird, die so als Füße oder sowas ähnliches dienen sollte. Aber habe dann den Plan wieder verworfen, denn das Ganze gab dann Probleme mit dem Staubsaugen, da die Füße dann im Weg waren. Deswegen habe ich mich dann für diese Neodym-Magnete hier entschieden. Die gibt es auch nochmal in länglicher Form. Beide Varianten habe ich euch in der Artikelbeschreibung und in der Kommentarspalte verlinkt. Auf alle Fälle wären die länglichen besser geeignet, aber die habe ich zu spät entdeckt. Deswegen habe ich hier die runden verwendet, aber die passen auch. Dann habe ich hier im Video auch noch ein altes Netzteil verwendet. Und dann musste noch das Gehäuse für die Platine hergerichtet werden. In der ersten Version hatte ich noch das Ganze mit einem relativ großen Gehäuse. Und dann in dem zweiten Prototypen, den ich euch dann in dem zweiten Teil der Videoreihe vorgestellt habe, hatte ich euch ja gesagt, dass ihr die Möglichkeit habt, das große oder das kleine Gehäuse zu verwenden und dass, falls ihr euch für das kleine Gehäuse entscheidet, ihr auf die Bauhöhe definitiv achten müsst, da es ansonsten Probleme gibt. Wie gesagt, hier in diesem Video hatte ich noch das alte, das größere Gehäuse verwendet. Wie ihr euch entscheidet, ist im Endeffekt eure Sache. Ihr müsst jetzt einfach nur noch ein Loch reinbohren, wo die Kabel durchgeführt werden. Am einfachsten geht es mit so einem Stufenbohrer. Gibt es relativ günstig auf Amazon und für so einfache Bohrungen im Kunststoff sind die bestens geeignet. Dann das Ganze mit einer Kabeldurchführung versehen und dann die Platine einfach da reinlegen, fixieren und das war's dann im Endeffekt auch schon. So, ich hoffe, dieses kurze Video hat euch bei eurem Projekt geholfen. Wie im zweiten Teil auch schon gesagt, seht das Ganze als eine Art Inspiration an. Niemand sagte, dass ihr das genauso machen müsst, wie ich es hier gezeigt habe. Wenn ihr einen besseren Weg kennt, falls ihr andere Möglichkeiten habt, um es besser zu machen, dann macht es. Falls ihr einen Tipp für andere Zuschauer habt, dann gerne in die Kommentarspalte, ab damit. Ansonsten bis zum nächsten Mal, macht's gut und viel Spaß mit eurem Heizungsbooster.